Hallo, hallo. Hier ist Muffel 1972 von MFG. Heute unterwegs hier in einem ziemlich guten Team. Risk, DE1. Also das habe ich auf Abstellgleis jetzt erstmal nicht unbedingt so Problemchen. Ne? Ich im Chieftain hier unterwegs. 10er, Heavy, britischer Panzer. Die Mediums sollen ruhig nach links fahren, da ihren Job machen. Und wir anderen hier so ganz klassisch auf der rechten Seite. Mal gucken, wie das so läuft. So, und ich fahre jetzt hier erstmal ran. Und okay, im Leopard konnten wir oben mal eine durchsemmeln. Aber ihr habt schon gesehen, er war auch leicht rot. Und beim Russenstahl, ja schade, war ein bisschen zu tief. Sämtlich immer zur Sicherheit eine Premium-APCR rein hier mit dem Panzer. Ich habe schon so oft erlebt, dass der dann nicht durchgeht. Oder der ging dann glatt durch oder ich weiß auch nicht was. Da ist so eine Magic mit dabei. Ja, schön von hinten. Okay, das können wir jetzt nicht ändern. Jetzt ist hier aber die Maus. Gut, dass die mal beschossen wird. Wirklich. Kette erstmal ein bisschen. Da brauche ich auch Premium, um in dem Winkel überhaupt durchzukommen. Da wäre jetzt eine andere gegangen, aber. Ja. Das läuft hier mit meinem Team. Also wenn man mit einer Maus da so hinfahren kann, ohne dass die fetten Schellen da rein semmeln. Amorek angekratzt gewesen, muss repariert werden, dringend. Ich habe jetzt noch mal einen Schuss, bevor er nachgeladen hat. Und gleich wieder weg. Und man sieht das ja, 3000, fast 3200 Hitpoints hat das Ding. Jetzt habe ich hier noch einen Leopard, wenigstens der hat meinen Treffer abgekriegt. Ja. Jetzt hatte ich den Finger schon auf dem Knöpfchen und unnötig da reingepustet. Gleich wieder auf Premium, ihr seht das schon. Trotzdem immer wieder Kette, Kette, Kette. Und der hat fast 3200 Hitpoints. Das sind 1000 Hitpoints mehr als ich habe. Also es hat Ewigkeiten ja gebraucht, den wegzuarbeiten. Und das hat sich Wargaming gut überlegt mit den Heavys. Ist okay, aber ich fahre hier auch ein Heavy. Und habe keine mehr Hitpoints gekriegt. Okay, kann man so machen. Weiß ich nicht, aber dann fühle ich mich auch nicht wie so ein Heavy oder so, wenn ich da irgendwie so rumeiere. Hm. Und entweder auch mehr Hitpoints hier mal geben, dann für solche Panzer, damit das wieder ein bisschen ausgeglichener ist, das Ganze. Oder man macht den zu so einer Art Medium und lässt ihn vorwärts und rückwärts ein bisschen schneller einfach fahren, dass man vorfahren kann, drauf schießen und dann wieder weg oder so. Das wäre ja auch ganz schön. Dann könnte ich damit auch leben. Aber so kommt man sich so ein bisschen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich 325 oder sowas Damage mache mit einem Schuss, brauche ich 10 Schüsse, das Ding wegzuarbeiten. Also 10 Treffer, die auch wirklich durchgehen. Ein oder zwei Fehlschüsse, wenn der gut wickelt oder so, kann ja auch mal sein. Also. Naja. Das ist irgendwie noch nicht zu Ende gedacht. Ja, jetzt bin ich hier gegen zwei. Freundchen. So nett. So. Klar. Lucky Noob. Jetzt noch so ein kleiner E50M. Atmen war weg. Klar war das ein Abpraller. War aber auch ein schöner Schuss direkt so aus der Hüfte raus. Bang! Ich hatte noch FE. Das gute Stück. Na, hau ruhig ab. Junge, Junge. Ich habe Fahrschule auf der Nordschleife gemacht, glaub mir.
Da hätte ich drauf. Ich habe die Kanone nicht oben gehabt, war ein Fehler von mir, aber ich habe auch nicht gedacht, dass der an der Ecke da wirklich auf mich wartet. Jetzt bist du dran. La 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 la. Boom. 1050 gebounced. Knapp 6000 Damage zusammengeschossen. Leider nur zwei Kills. Sonst hätte es ein M gegeben, aber war nicht. Zu wenig Kills. Hier könnt ihr nochmal das Team auch gucken. Und ja, wie schon angedeutet, drei Leute haben hier gespielt eigentlich nur. Und naja, im VK 7201K 346. Das muss man erstmal hinkriegen. Hat er eine HE geschossen? Ja, läuft. Passiert. Selbst den Besten. War eine Ausnahme. Also, ich mache Winke, Winke. Tschüss.